Es gibt das Statement zum Sylt-Vorfall. Und zwar nicht von irgendwem, nicht von irgendwelchen Leuten, von denen es uns nicht interessiert, wie zum Beispiel Teilnehmer oder so, sondern von keinem geringeren als Tara Human. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, würde mich ultra freuen. Und folgt mich gerne auf Twitch. Zweiter Link in der Beschreibung. Ach. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Tara Human. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Danke. Ich war jetzt eine Woche in Urlaub. Ich habe so ein bisschen was mitgekriegt, da ich ja tatsächlich gar keinen Fernsehen schaue. Ist mein absoluter Ernst. Stimmt, also den Sylt-Vorfall, den hat man auch nur im Fernsehen mitbekommen, falls ihr es nicht wisst. Im Internet war davon nichts zu finden. Und auch so keine Nachrichten mitgekriegt habe. Wer ist die? Schau 2 Minuten, dann weißt du es, vertrau. Kann ich mich heute nur ganz kurz darauf beziehen, was auf Sylt passiert ist. Wir haben auf das Statement gewartet, endlich ist es soweit. Was soll ich sagen? Am besten gar nichts und das Video beenden. So einen Gruß mit der Hand finde ich maximal assi. Okay. Würde ich auch nicht machen, wenn ich sturzbetrunken wäre. Das ist ja super. Ganz ehrlich gesagt. Wow, wir müssten sie loben. Digga, holt schon mal den roten Teppich, holt die Palmenwedel. Wir müssen ihr Triumph zollen, dass sie das betrunken nicht machen würde. Alles andere, dass sie im Suff irgendwie rumgekrölt haben und. Mein Gott, ich habe irgendwie so das Gefühl, da wird jetzt ein Riesenfass aufgemacht. Echt, hast du so ein Gefühl? Krass. Interessantes Gefühl, ja. Okay. Sind es tatsächlich Nazis? Nee. Sind es nicht einfach nur irgendwelche Herrschaften, die über den Durst getrunken haben, ja. Party gemacht haben? Ja. Ich habe das auch mit. Aber es geht auch nicht mal so sehr darum, ob das Nazis sind oder nicht, sondern es geht hauptsächlich darum, dass es salonfähig wurde, quasi Rechtsextreme oder einfach rechte Inhalte in die Welt zu posaunen oder diskriminierende Sachen, Menschen ausschließende Sachen, und dass das so ein bisschen das Problem ist, dass man das einfach so machen kann, ohne dass irgendwen juckt, ne? Das ist so das Hauptding. Es geht jetzt weniger um die Person an sich, finde ich, also zumindest für mich. Mitgekriegt so ein bisschen mit dieser Dame ganz vorne links im Bild, glaube ich, die hat ja ordentlich Shitstorm abgekriegt. Ich finde, das ist alles nicht so suboptimal gelaufen. Ja, dann passt doch. Ist das tatsächlich wert, so einen Riesenfass aufzumachen? Vor allen Dingen ist es eines meiner Lieblings. Stimmt, also da hat Tara recht, es ist überhaupt nicht wert, so einen Fass aufzumachen. Dann gehen wir mal auf ihren Kanal. Soll ich mal da eingeben, Shelby Lynn? Ist es wert, da ein Fass aufzumachen? Ist es wert, da so viele Videos über Till Lindemann und Shelby Lynn zu machen? Ist es da wirklich wert? Ist es das wirklich wert? Was sind das? Sind es 50, 70 Videos oder so? Ist es wirklich wert, auf Till Lindemanns Arsch zu hängen? Lieder von DJ D'Agostino, L'amour toujours, und das wird jetzt einfach mal so in den Dreck gezogen. Ich habe schon gar keine Lust mehr, das Lied zu hören. Oh nein, wie schlimm. Auch die Tari hat keine Lust mehr, das Lied zu hören. Ja, dann sollten wir jetzt echt mal aufhören, darüber zu reden, Chat. Bitte ab jetzt, lass wirklich nicht mehr darüber reden, lass da nicht mehr das diskutieren oder so, weil sie kann es nicht mehr hören, das ist echt, das kann nicht weitergehen. Wirklich, also dafür erstmal ein Sage in den Chat. Das tut mir von Herzen leid, liebe Tara. Er heißt doch Gigi und nicht Digi. Ich wusste auch gar nicht, dass da in dieser Form deutschsprachig quasi eine Reproduktion oder so irgendwas gibt. Habe ich alles gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, ich habe die Woche gar nichts mitgekriegt. Warum beißt sie auf ihr Finger? Ich weiß, dass
Betze leider verloren hat. 1-0, aber haben sie trotzdem gut gemacht. Was macht sie da mit ihrer Hand? Kannst du das lassen? Verloren hat. 1-0, aber was haben sie trotzdem gut gemacht. Was ist denn das? Anti-Vegetarierin. Den Rest kriege ich nur so am Rande mit. Dann habe ich mich ja zu Shelby Lynn geäußert und einer hat was recht Gutes geschrieben, und zwar, man sollte auf seinen Instinkt als Frau und Mutter hören und so ein bisschen... Bro, sie hat einfach Denkzeit von 3 bis 4 Werktagen hier. Reflektiere ich so meine Aussagen hin und wieder auch. Davon merke ich relativ wenig. Ich würde sagen... Bro, du filmst dich gerade. Ist dir das bewusst, dass sie sich filmt? Oder... Das sieht aus wie Ego-Kannibalismus, Junge. Dass sie irgendwie wahrscheinlich auch einen über den Durst getrunken hat. Vielleicht einen geraucht hat, was auch immer, sich nicht getraut hat. Also, warte mal, bei den Sylt-Leuten ist es jetzt nicht schlimm, weil die haben, also es ist nicht schlimm, was sie getan haben, weil sie haben halt über ein bisschen über den Durst getrunken, ne, dann passt ja. Aber bei Shelby Lynn ist es ganz, ganz schrecklich, dass sie ein bisschen viel Alkohol getrunken hat und da einen geraucht hat, ne? Das ist ganz schrecklich, ja, überhaupt nicht mehr handlungsfähig, aber bei denen, ja, haben wir ein bisschen viel getrunken, Mensch. Ja. Vielleicht liegt es ja daran, dass es um ihren großen Till Lindemann geht. Und hier nicht. Die Wahrheit zu sagen, irgendwann war sie in dieser Story drin und musste diese Story mitmachen. Was auch immer. Ja, ja, sie musste. Alles viel zu viel. Hilft, auf den Finger zu beißen beim Denken. Probier's mal aus. Vielleicht sollte es uns ablenken, ohne dass ich jetzt irgendwie schwurbeln will oder so. Nein! Vor den eigentlich wichtigen Themen. Ich weiß es nicht. Welche wichtigen jetzt Themen? Jetzt sind bald die Wahlen und. Ja, und was ich noch zum Schluss kurz ansprechen will. Ich war unterwegs mit 3 Schulkindern. Das cool. Eine Kind geht in die 8. Klasse eines Gymnasiums. Und 2 Grundschülerinnen. Schön. Dieser ganze Gender-Wahnsinn betrifft keine. Alter, ist sie da gerade über eine Kuh gefahren oder was war da los? Gender-Wahnsinn betrifft keinen der Kinder. Wo hat die Frau plötzlich Kinder her? Kaum, netto oder so. Noch nicht mal das Kind, was in der 8. Klasse ist. Keines der Kinder betrifft es. Die setzen sich damit noch nicht mal auseinander. Ich habe dann gefragt, wie sieht's aus mit Sexualkunde? Die erste Sexualkunde hast du in der 4. Klasse. Ja. Und dann später nochmal. In der 8. Und was sagen die anderen Mitschüler dazu? Ich habe gefragt, ist irgendjemand... Ich habe... Wieso fragt sie das? Weiß ich nicht, hat sie wahrscheinlich interessiert. Das älteste Kind gefragt, du, hör mal zu, wie ist das bei euch in der Schule? Habt ihr da irgendjemanden, der ein anderes Geschlecht haben möchte? Oder? Es wird nicht so thematisiert wie bei Social Media. Krass, Alter, da ist, oh mein Gott, sie hat eine Schülerin gefragt und in der ganzen Klasse von 20 Menschen ist keiner Transgender, wow. Der deswegen, also wirklich, das ist natürlich wirklich ein, also wirklich, eine bessere Studie kann man quasi nicht aufstellen, ja. Alles wird viel zu heiß gegessen. Alles wird viel zu heiß gegessen, weil in irgendeiner 8. Klasse irgendwo auf der Welt kein Transgender-Kind drin ist. Verrückt, wirklich. Was bei Social Media überall zu heiß auch gekocht wird.
Oh Mann. Ja, sie hat da extra eine Studie aufgestellt bei ihren drei Kindern Also da. ich bin ganz froh. Oh. Für die rechtliche Absicherung. Wir haben ja hier den lieben, den Anwalt unseres Vertrauens natürlich auch hier. Ganz wichtig. So. Das hier ist der Link, liebe YouTube-Zuschauer und liebe Anwälte auf dieser Welt. Hier kann man über diese URL ihr Video aufrufen. Okay, super. Dass ich maximal meinen Content mache, den Rest einfach nur hochlade, den anderen Rest meine Agentur machen lasse und Sorry, ansonsten eine vom Agentur. größten Teil, der bei Social Media stattfindet, gar nichts mitkriege. Super. Ich schaue bei dem einen oder anderen YouTuber vielleicht mal noch rein, Bei stöber mir? da mal ein bisschen rein, aber ich habe so eine App. Ein bisschen drin rein. Aber Ich habe so eine App, da kann ich schauen, wie viele Stunden ich in der Woche oder am Tag online bin. Kann man mir jetzt glauben oder auch nicht? Zeigt die App. Im Schnitt am Tag 30 Minuten. Wie stolz sie ist. Bro, du bist hauptberuflich im Internet oder nicht hauptberuflich, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nebenberuflich als Online-Erotik-Model zu Hause und machst jeden Tag eigentlich ein YouTube-Video. Lass mich mal schauen. Vor einem Tag, vor 5 Tagen, vor 6 Tagen, vor 11 Tagen. Bro, das macht alleine keinen Sinn. Okay, nicht. Okay, manchmal macht sie auch ein bisschen länger keine Videos, aber ich glaube ihr das nicht. Ich denke, wird vielleicht so 1,5 Stunden. Zeig Beweis, Tara, los. Jetzt weiß ich auch, warum es mir so gut geht. Weiß ich jetzt nicht. Warum ich auch den meisten Shitstorm, den ich vielleicht in Vergangenheit hin und wieder gekriegt habe, nach irgendwelchen Reactions auf mich und so, Schuldig. überlebt habe. Überlebt. Ich den ganzen Rotz nicht unbedingt brauche. Auch jetzt in dem Moment, ich mache das Video, lade es hoch, kriege zwischendrin mal die Nachricht, dass irgendjemand reacted hat, beziehungsweise kommentiert hat, geliked hat oder auch nicht, was auch immer. Und dann bin ich wieder weg. Und irgendwann Cool. zwischendrin schaue ich rein, was mir gefällt, lasse ich stehen. Und ich bin ganz ehrlich, was mir nicht gefällt oder was ich so ein bisschen in Richtung Hasskommentar für mich anfühlt, was ich sehr, sehr selten habe, lösche ich es weg. Cool Story, Bro. Und ich lebe verdammt gut damit. Also, ich habe Ja. eine Woche lang gar nicht wirklich Schön für mitgekriegt, dich. was Sache ist. Okay, das hast du schon mal gesagt vorhin. Und ich lebe noch, weil ich im Das hast du auch Jetzt schon mal und gesagt. hier Das hast du auch schon lebe. mal gesagt. Und diesen ganzen Social-Media-Kram andere für mich machen, Weird Flex. andere für mich beantworten Double Weird Flex. und ich maximal 30 Minuten am Tag für Social Media verwende, Triple Weird Flex. wenn überhaupt. Und was Sylt anbelangt, schöne Scheiße. Bro, diese Videos sind von vorne bis hinten einfach nur Kacke.
Digga, es hat keinen Sinn, keinen roten Faden. Sie labert einfach irgendwas, was in ihre zwei Gehirnhälften da rein stolpert. Sie hat überhaupt gar keine Ahnung, was sie da sagen soll. Sie blabbert einfach irgendwas raus, ohne Inhalt, ne? Sie labert am Anfang ein bisschen was über Sylt, aber irgendwie nicht, was sie gerade halt irgendwie da einfällt, was sie irgendwo gelesen hat. Dann flext sie rum, dass andere für sie ihre Social Media Accounts machen, dass sie irgendwelche Kinder im Urlaub gefragt hat, ob die Sexualkunde haben und dass im Internet so heiß gekocht wird, weil da kein Transgender-Kind drin ist. Und jetzt geht's wieder zurück zu Sylt. Das ist doch Wahnsinn, diese Videos. Ich finde, irgendwie lenkt es von irgendwas ab. Ich weiß nur nicht von was. Ich glaube, Christian Lindner ist ein Echsenmensch, davon soll es ablenken. Apropos, wann sind denn die Wahlen? Immerhin hat sie die Funktion gefunden, dass man die Kommentare löschen kann. Da war doch was. Richtig. Im Juni. Jetzt, bald. Vielleicht braucht man da irgendwie mal irgendjemanden, der wieder der Sündenbock ist, für diejenigen, die eventuell verschiedene politische Orientierungen. Sag doch einfach, dass du die AfD wählst, Tara. Ist doch okay. Du musst es jetzt hier nicht so. Also ich weiß nicht, ob sie die AfD wählt, das ist natürlich nur meine Vermutung. Aber du kannst es doch einfach. Du kannst doch einfach sagen. Ist doch inzwischen salonfähig. Die in unserer Demokratie und in unserem Bundestag vertreten sind, zu framen. Ja, rechte Gesinnung, alles Nazis. Was wählen die wohl? Den Rest, den denke ich mir einfach. Und wünsche euch allen einen wunderschönen Start in eine neue Woche. Ich bin schon wieder raus. Es geht nämlich auch ohne Social Media und so weiter und so fort. Und ob ihr mir das glaubt oder nicht, ist mir egal. Richtig egal. Ich habe Angst vor ihr, muss ich sagen, Bro. Ich habe Angst. Ich habe einfach Angst vor ihr. Sie ist creepy. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat und die Einordnung über Sylt interessant für euch war, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ja, ansonsten folgt mir auf Twitch und sie hat uns geküsst. Oh, ich will es vergessen. Ciao! Ey, ist das crazy, Bro. Ich kann das alles nicht mehr. Wirklich. Sicher Tara, klar. Aber was habt ihr reagiert? Na, auf Tara. Alter, Baba Bartunek, du gibst wirklich zu viele Raids hier rein. Das muss aufhören. Ich muss dich mal zurückraiden. Du kannst mich nicht so oft raiden, wirklich nicht. Das ist nicht okay. Ich fühle mich voll schlecht inzwischen. Du hast mich viermal geradet, seitdem ich dich geradet habe. Oder noch öfter. Das ist voll scheiße, aber du hörst immer vor mir auf.